Und wir haben ein weiteres Wimmelbild. Wir suchen einen Seestern, ein Saturnband. Forschung. Sporn. Fünf Gewichte. Eine Spielzeugpyramide. Und das suchen wir jetzt erstmal so. Sporn. Heißt das nicht Sporen? Oh, guck mal. Mäuschen, die wollte... Ah, oh, das sind drei kleine Mäuschen. Habe ich alle drei gefunden. Die wollte aus dem giftigen Getränk trinken. War das so putzig. Eine Lupe. Einen Schädel. Noch ein Schädel. Da haben wir den Seestern. Da ist ein Gewicht. Was brauchen wir denn noch? Also Schädel, Maus, glänzende Münze, Skalpell, Mörser und Stößel und eine Kamera. Mörser und Stößel. Ein Schädel. Forschung. Habe ich gefunden, ja. Der Deckel. Wo kommen denn die Deckel hin? Ach so, die sind hierfür. Für diese Pyramiden-Gedönsches da. Gut, dass ich zählen kann. Ist das mein Vorteil? So, Spielzeugpyramide. Da haben wir noch ein Gewicht. Da hinten ist ein Gewicht. Da ist ein Gewicht. So, noch glänzende Münzen, eine Kamera und Skalpell. Dr. Lixi ist hier. Da war die Kamera. Handschellen? Warum? Aber was hat der für kranke Praktiken hier noch so nebenbei praktiziert? Ja, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das nicht irgendwie befüllen? Ah doch, hier mit der Münze, die glänzt jetzt wieder. Noch ein Gewicht und ein Saturnband. Das war das Saturnband. Saturnband. Ich sag das jetzt nochmal. Saturnband, weil das klingt ultra schwul bei mir, wenn ich das sage. So ein Gewicht noch. Hallo? Ah, da steht es. In der Grütze, genau. Da konnte ich jetzt reinfassen, aber vorher nicht. So. Gut gemacht. Das könnte sich jetzt nützlich erweisen. Eine Kamera. Ah, ich muss ein Auge fotografieren. Tschüss. Gut, dass er nicht geblinzelt hat. Jetzt kann ich diesen komischen Holograph benutzen. Und da haben wir ein Auge, oder? Ja, jetzt haben wir ein Auge. Natürlich ein menschliches Auge. Wir packen ein Augenhologramm ein. Das fügen wir jetzt hier ein und damit können wir direkt rein. Tür auf. Auf ins Büro. Alter, er hat auch so einen geilen Globus. Und da gehören die Fähnchen hin. Geil, jetzt besaufen wir uns. Nein, wir wimmeln da drin. Och Mann, ich wollte mich betrinken. So, was suchen wir? Eine Bärenstatue, drei Murmeln, eine Motte, eine Chilischote, ein Eichelblatt, ein Glas Wein, ein Korken, Puder, Zucker, Palette, Dominostein, ein Skorpion und eine Puppensammlung. Hey, der sieht aus wie der Typ von Little Big Planet. Ne, der Indianer gehört, glaube ich, hierhin. Und die sind schon richtig gut. Nehmen wir mit. Farbpalette. Oder eine Palette. Puderzucker. Das ist ein Drache. Oh, wie schön. Eine Chilischote. Ein bisschen Bargeld. Ein kleiner Frosch. Eine Flasche Wein. Eine Murmel. Eine zweite. Eine... Ich kann die Murmel nicht anklicken. Wir müssen zuerst das Glas Wein nehmen, dass ich die Murmel anklicken konnte. Wie behindert. So, ein Skorpion haben wir auch mitgenommen. Eine Bärenstatue, da ist eine Krake, die brauchen wir nicht. Dominostein. Die Tickenuhr geht mir gerade auf den Sack. Die würde ich am liebsten hier rausschmeißen. Ein Eichelblatt. So, noch eine Motte, die war da. Murmel und Korken.
In der Flasche waren Korken. Na, da liegt er. So, eine Murmel. Eine Murmel fehlt jetzt noch. Ist keine Murmel. Wo ist diese Murmel? Wo ist diese Murmel? Wo ist sie? Da ist sie. Und wir kriegen eine Bärenstatue. Zusammen mit der Löwenstatue können wir sie da jetzt einsetzen. Gut, das habe ich jetzt einfach nur geraten, aber es stimmt wirklich. Oh, wir kriegen einen tollen Magneten und ein Clown-Symbol. Ein Joker-Medaillon. Was haben wir denn hier? Ach, da blau, da brauchen wir sogar ein Joker-Medaillon. Und wir kriegen das Teil zur Ver... Das Teil zur Zurückverwandlung. Ein Steckmodul war es. Da haben wir noch ein Segelschiff, da fehlt die S-Taste. James? Ah ne, James kann ja nicht mehr. Gut, das funktioniert nicht mehr. Elf scheint mir hierbei nicht helfen zu können. Weil er gar nichts kann. Oh, ordne. Das ist ein hübsches Bild. Wollte ich nur mal anmerken. Aber jetzt muss ich die Bücher richtig ordnen. Ups. So. Der ist sehr, sehr schön, ja. So, und das machen wir auf. Und da ist ein bisschen Bargeld dahinter, mal wieder. Noch so eine extrem laut tickende Uhr hier drin. Muss hier raus, das Ticken macht mich wahnsinnig. So, das Steckmodul kommt direkt rein. Einige Teile, die ich für die Rückverwandlung brauche, fehlen noch. Ah, was, der Hebel ist es, der Hebel. Den ziehe ich mir jetzt mit dem Magneten ran. Zzt. Er ist ein bisschen verschmiert noch, egal, fassen wir an, passt schon. So ein bisschen gefährlich. Eine Stimmgabel! Superhuman! Das muss ich wahrscheinlich da eingeben. Da ist. Jetzt holen wir uns noch gerade mit der Stimmgabel, zerbrechen wir das Glas. Ding! Holen uns das S! Oh, da fehlt noch eine. Wir brauchen die Stimmgabel noch woanders. Warte mal, in dem Vorraum war hier nicht noch irgendwas? Da fehlt auch noch was. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stimmgabel reinpasst, aber okay, da ist ein R. Und wir schauen noch mal im Hundeladen vorbei. Nee, Moment, falsch, halt. Ah! Hilfe! Menü? Nee? Da war es auch nicht. Okay. Ich kann jetzt nicht zum Hundeladen gehen direkt. Okay, schade. Gehen wir nachher hin. Ja, das R und das S fehlen noch. Dann schreibe ich jetzt mal zu. Nee, Moment, ich muss das löschen. Kann ich das nochmal löschen? Oh, guck mal, er hat was ganz Verbotenes geschrieben. So, Entschuldigung, Leute. Wollt ihr mal einen richtigen Namen sehen? Der fängt nämlich mit diesen Buchstaben an. Okay. So heiße ich nämlich nicht. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Scheiß gemacht. Jetzt schreiben wir einfach Super Human. Und ein letztes Rätsel, bevor wir ihn zurückverwandeln können. Ordne alle Knöpfe den passenden Symbolen zu. Die Knöpfe können entlang der gewölbten Bahnen verschoben werden. Die beiden nächsten Knöpfe verschieben sich dann um jeweils eine Stelle gegen den Uhrzeigersinn. Ach du Kacke. Es kommt mir ein bisschen vor wie bei Big Bang Theory. Also wenn ich den Kopf... Muss ich jetzt... Warte mal, die Hand. Kommt dahin. Löwenkopf ist hier. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Das war ja richtig. Nee. Das war richtig. Ah! Vergessen, dass ich immer auf das Falsche geklickt habe jetzt. So, Moment, ja, so, das Bein will ich ja eins nach oben haben. Das Ohr gehört nämlich dahin. So, Rätsel gelöst.
Wunderbar. Und James verwandelt sich zurück. Er hat eine Hose an. Alter, wie scheiße sieht der eigentlich aus? Das ist ja so voll der Jüngling. Nein! Nein! Einmal fies gelacht und dann wieder hingelegt. Ach, jetzt brauchen wir den Notausgang. James, raus! Ja! Nee, ich hab dir doch gewunken. Raus, los, lauf! Bring dich in Sicherheit! Ich folge dir schon. Nö, ich hab keine Lust. So, ich schau mal, was... Ja doch, also, wir laufen. 3, 2, 1! Nein! Alter, wie schnell waren wir bitte? Und was für eine krasse Explosion. Ach, sehen sie aber glücklich aus. Und er sieht aus, als hätte er Drogen genommen. Oh mein Gott. Ja, das war's scheinbar mit Mystery Trackers. Da sehen wir hier die Synchronsprecher und die ganzen Mitarbeiter, die Designer des Spiels. Und alles sind sie irgendwie komische Russen. Gehört Big Fish vielleicht Russland? Wir lassen das hier mal ein bisschen schön durchlaufen. Und beim nächsten Mal haben wir ja auch auf jeden Fall da noch Bonusmaterial mit dabei. Also wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Folge Mystery Trackers sehen. Mindestens eine. Keine Ahnung, wie groß das Bonusmaterial ist. Ich denke mal... Entschuldigung. Jetzt bin ich doch gerade zum Ende hin etwas müde geworden. Nein, ich wollte sagen, ich denke mal, es wird sich so im Rahmen der letzten Let's Plays halten, also so ungefähr so viel Bonusmaterial, so 5-6 Folgen, schätze ich mal so im Durchschnitt. Und ja, wir sehen hier im Hintergrund übrigens auch die ganze Zeit die schönen Tiere, die wir gefunden haben. Ich denke, wir hatten alle, denn die wären mir ja aufgefallen, wenn wir jetzt irgendwo noch eins vergessen hätten. Tregubova. Was sind das für geile Namen? Chekuleva. Tests war der Oleg Tuzov. Maxim Kuznikov. Alexei Sofronov. Nikolai Omelinski. Alexander Kowolonski. Was weiß ich. Hab den Namen nicht gelesen. So, da war's zu Ende. Schön durchgelaufen. Glückwunsch! Du hast den Hauptabenteuer, das Hauptabenteuer abgeschlossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Du findest es unter Bonusinhalt im Hauptmenü. Geil. Oh, guck mal, da ist das Eichhörnchen. Ich wollte noch kurz mal in den Hundeladen. Denn die Hundehütte, kostet 250. So viel haben wir leider nicht. Schade. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise vielleicht auch in derselben Folge nochmal, nur mit einem Cut mit drin. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschaußen.